Hallo Freunde und willkommen zurück zur weiteren Folge WWE 2K16 mit der dritten Runde des World Heavyweight Champions Gold Rush Turnieres. Dieses Match ist ein Submission Match. Das bedeutet, The Celtic Warrior trifft auf Cesaro, The King of Swing. Und im echten Turnier, also im Real Life Turnier, hat ja Cesaro gegen Sheamus gewonnen. Und mal gucken, ob es Sheamus schaffen wird, den King of Swing zur Aufgabe zu zwingen oder ob es andersrum sein wird. Es kann sein, dass dies ein etwas längeres Match wird als die bisherigen, weil Submission, da bin ich eher so ein bisschen so, ja, 50-50. Mal gut, mal schlecht. Also es kann sein, dass es ziemlich lange dauern wird oder es kann sein, dass es sehr schnell vorbeigeht. Aber hier erstmal der Money in the Bank Gewinner, Sheamus. Da er bis jetzt noch nicht seinen Koffer eingelöst hat. Glaube ich zumindest. Müsste so sein, dass er den noch nicht eingelöst hat. Ja, da freut er sich. Da schlägt er sich auf die Brust. Lustig wäre es natürlich, wenn die Brust jetzt schon rot wäre. Und die Kommentatoren sitzen auch wieder da. Und natürlich ist das auch wieder bei Raw, die Veranstaltung. Ich glaube, die nächste Runde wäre dann auch noch mal bei Raw. Und dann gibt es, glaube ich, noch eine bei SmackDown. Da muss ich dann noch mal nachgucken. Ah ja, der King of Swing mit seinem Handtuch. Und seinen Kopfhörern. Oh, der Undertaker. Gutes T-Shirt. Ah, wir können jetzt schon wieder unterbrechen, aber natürlich machen wir das nicht. Wir unterbrechen nicht, wobei wir sind Sheamus. Wir könnten das generell eigentlich machen, weil dies ist ja ein Submission-Match, aber ich würde sagen, nee. Wir lassen sie einfach gemütlich reinkommen. Genau. Mal sehen, wie lange dieses Match dauern wird. Wir haben ja, wie gesagt, maximal Aufnahmezeit von 15 Minuten. Wenn es länger wird, muss ich dann etwas zusammenbasteln, aber das kriegt man relativ gut hin. Damit man nichts verpassen und... Oh. Schön, schön, schön. Jawohl. Wir könnten natürlich auch schon mal eine kleine Testüberbrückung machen, wie weit er schon wäre, wegen Aufgeben. Das funktioniert ja genau wie wenn man jetzt hier... Oh, ein Konter ins Gesicht. Okay. Okay. Oh. Der Rücken ist kaputt. So. Jawohl. Und hau ihn raus. Ja, wunderbar. So sieht's doch nice aus. Schön rauswerfen. Und ich glaube, in diesem Match ist es ja egal, was man macht. Hauptsache, das Gegner gibt auf. Es ist halt schade, dass es kein Equip-Match mehr im Sinne von mit Mikrofon gibt. Ja, also gut, das gab es beim Vorgänger schon nicht mehr. Aber das ist so ein Match, was ich hätte gern wieder mal gesehen. So ein schönes Equip-Match mit Mikrofon, wo man halt wirklich dann sagen muss, I quit. Oder halt der Ringrichter dann auch hinläuft und das Mikrofon ranhält. Das wäre schon lustig. One moment of hesitation and you could find yourself in a world of hurt. Das ist halt dann egal, da wird man halt dann, was weiß ich, das ist halt dann wie bei einer Art Last Man Standing Match, man liegt auf dem Boden, der Ringrichter kommt hin und fragt halt, willst du aufgeben? Und dann kannst du halt antworten, ja oder nein. Hast dann natürlich auch wieder nur eine bestimmte, begrenzte Zeit. So, erstmal hier kurz den Tisch freilegen. Denn dieses Match ist ja egal, was wir machen. Es ist alles erlaubt. Und wir wollen gewinnen. Wir wollen gewinnen, das muss man bedenken. Wir wollen gewinnen. Bis jetzt sieht es schon gut aus. Okay, und jetzt geht's halt, wie gesagt, das Submission-System ist schon was Feines, aber man muss sich halt erstmal speziell wieder dran gewöhnen. Okay, der King of Swing wird uns wieder in den Ring werfen, denn er möchte uns ja im Ring, also die Regel ist ja, dass man im Ring aufgibt.
Alles andere ist egal. Von der Kontra von Sheamus. So, wollen wir mal ein bisschen Spielchen machen, lieber Cesaro. Ja? Machen wir mal ein kleines Spielchen hier mit einem Stuhl. Aber natürlich, Stuhl ist weg. Ja gut, Sheamus würde ja auch in echt versuchen, mit Gegenständen auf ihn einzuprügeln. Bei einem Submission oder einem Equipment. Oh, 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 ein Aufgabemove von Cesaro. Nein. Nein, wir müssen durchhalten. Man sieht schon, es ist eine Hetzjagd. Okay, jetzt hat jeder von uns was gezeigt. Jeder von uns hat gezeigt, was man drauf hat. Was? Was? Nein! Oh mein Gott, was habe ich getan? Nein! Oh mein Gott, das Match war doch kein No-Disqualification-Match. Oh Mann, das ist ein Fehler, der, okay, da entschuldige ich mich jetzt, dass ich falsche Auskunft gegeben habe. Wir haben verloren. Ja, das ist natürlich blöd jetzt. Wir haben verloren. Okay, ich dachte, hey, haust du mit dem Stuhl drauf. Okay, gut. Cesaro ist weitergekommen. Sheamus wurde disqualifiziert. Ja. Nun, das war bestimmt jetzt eins der kürzesten Matches ever. Ja, mal gucken, was wir da so finden werden. Ich bedanke mich trotzdem erstmal wieder fürs Einschalten. Wenn euch dieses Match gefallen hat, ja, gern ein Like da lassen oder einen Kommentar, wie auch immer. Und wir sehen uns dann in der vierten Runde wieder, bevor es dann ins Halbfinale geht, beziehungsweise Viertelfinale. Ich muss dann nochmal nachgucken. Und ja, bis gleich.